Infolge der Pandemie nutzt unsere Universität Unama seit März letzten Jahres Fernunterricht. Letztes Jahr hatten wir auch kurze Phasen des hybriden Lernens, in denen physische Präsenz und digitale Wege kombiniert wurden. Beide Arten der Interaktion wurden von verschiedenen Diensten bereitgestellt. Beispielsweise wird Psychotherapie derzeit in der Schulklinik selbst oder über das Internet angeboten. In Bezug auf die Forschung mussten wir viele Aktivitäten und Online-Alternativen anpassen. Ich war überrascht über die positiven Ergebnisse unserer gemeinsamen Bemühungen, unter sehr negativen Umständen zusammenzubleiben. Beispielsweise an den Tagen, an denen Seminare aufgrund der jüngsten Krankheiten und Todesfällen von Familienmitgliedern, Studierenden oder Professoren zu einem Ort der gegenseitigen Unterstützung wurden. Neben Studierenden und anderen Mitarbeitern starben 10 Professoren an Covid-19. Viele andere von uns wurden ins Krankenhaus eingeliefert, intubiert und leben immer noch mit den Folgen der Krankheit. Stress und Arbeitsüberlastung gehören immer noch zu unserem täglichen Leben, aber wir lernten relativ gut, zu Hause und gleichzeitig bei der Arbeit zu sein und mit einem Computerbildschirm zu sprechen, auf dem nur Bilder und Namen von den Studierenden zu sehen sind, weil die Internetverbindung nicht immer mehrere Videozugriffe gleichzeitig zulässt. Wir haben gelernt, mit der Verantwortungslosigkeit einer Regierung umzugehen, die sich im vergangenen Jahr wiederholt geweigert hat, Impfstoffe zu kaufen und weiterhin darauf besteht, die Schwere der Pandemie zu leugnen. Viele von uns erkennen, dass wir stärker sind, als wir es uns vorgestellt haben und dass die soziale Unterstützung, die wir uns gegenseitig anbieten, den Unterschied ausmacht. Mit mehr als 400.000 Todesfällen und mit dem Zusammenbruch des Gesundheitssystems in verschiedenen Regionen des Landes haben wir noch zu viele Probleme, um klar darüber nachzudenken, was wir wirklich aus dieser Pandemie herausholen werden. Andererseits hat unsere Universität bereits beschlossen, Studierende aus ganz Brasilien in große Online-Seminare einzubeziehen, damit wir immer mehr nationale Kurse anbieten können. Die Zahl der hungernden Menschen nimmt dramatisch zu und wir sind mehr denn je mit den enormen sozialen und regionalen Ungleichheiten konfrontiert, die Brasilien auszeichnen.